Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Das ist die letzte Folge mit einem Stufe 4er Panzer, zumindest für eine lange Zeit, oder ein Premium Panzer kommt dazwischen. Und zwar ist es eine Digitation, und zwar digitiert der Lux heute zum Leoparden. Es ist also sein letztes Gefecht hier auf diesem Kanal, oder generell auch in meiner Garage. Voraussichtlich zumindest erstmal. Und ja, keine Ahnung, also ich würde sagen, wir fahren einfach hier so ein bisschen am Hügel darum, gucken mal, ob wir was aufdecken können. Oder wir versuchen ein bisschen aggressiv reinzufahren, fahren da hinten an den Hügel. Auch wenn das sehr riskant ist, würde ich sagen, probieren wir es einfach. Wenn wir schnell drauf gehen sollten, ist das nicht so schlimm. Aber hier können wir auf jeden Fall ganz gut was ausrichten. Da müssen wir nur relativ fix dahin kommen. Was die anderen anscheinend auch so sehen. Wir sind 4 Light Tanks, lol. Den Spot berühren wir mal noch ganz kurz nicht. Ich will nur eben hier hinfahren, einmal kurz aufdecken und einen Abgang machen. Ich dachte, ich decke mehr Leute auf, als ich da getan habe, aber ich will jetzt nicht zu nah zum AMX ELC hinfahren, bevor wir nachher irgendwie einen Schuss kassieren und deswegen draufgehen, bin ich ehrlich. Nee, muss nicht. Ui. Jo, das ist okay, Entschuldigung. Lass sie ruhig kämpfen, da mischen wir uns gar nicht ein. Ah, zu spät. Egal, ich will auch gar nicht kämpfen hier. Ich will eigentlich gerade nur ein bisschen capturen. Da bin ich auch eigentlich zu übereifrig jetzt gerade rausgefahren, hätte ich nicht tun sollen. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit eines Eroberungssiegs jetzt gerade noch nicht in Betracht gezogen, ehrlich gesagt. Aber eigentlich ist das vielleicht sogar echt klug. Aber ich glaube, selbst wenn ich vorher nicht rausgefahren wäre, hätten wir es, glaube ich, auch nicht so unbedingt hinkriegen können. Oh, links ist unser Team durch, lol. Das ist ja dann richtig edel. Warte. Okay, okay, okay. Das sieht doch eigentlich nicht mehr so schlecht aus alles hier. Bin ich ehrlich? Kann man machen. Sehr, sehr schön. 1800 haben wir einfach Spot Damage bekommen. Das ist fein. Und jetzt capturen wir wieder. Das ist schlecht. Hui. Leute, er ist nicht durchgekommen. Ha, der schießt mit normaler Munition. Das Gefühl kenne ich, Boy. Aber ich muss dir sagen, wirklich da Respekt dafür. Du schießt dich mit Prämunition, das rechne ich dir sehr hoch an. Tue ich wirklich. Okay, ich weiß gar nicht genau, wo ich am besten hin möchte. Scheiß auf den Spot. 3 Minuten ist mir noch zu lang. Da versuche ich lieber ein bisschen die Front zu unterstützen. Das war gut. Oh Gott, Junge, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du da gerade um die Ecke kommst. Ich war gerade vorne an die Front am Fokussieren. Sehr schön. Okay, auch der ist down. Nice, Leute. Oh, machen wir ein bisschen selber Schaden. Bietet sich an. Ah, scheiße, falsch abgeschätzt. Der schießt übrigens auch mit Heat auf den Scout. Ja, muss er wissen. Ich bin echt begeistert davon, wie viele Leute mit Stufe 5 immer noch Prämunition schießen. Das ist immer wieder faszinierend.
ein Abpraller. Ja, guck nicht so doof. Guck woanders hin. Ha, lol. Ja. Und tot. Hat sich gelohnt. So, es gibt noch einen Wolverine und einen Churchill. Ich versuche mal den Wolverine aufzudecken. Der Churchill steht jetzt eh gleich. Ja, ich finde, die Runde haben wir sogar echt gut gespielt mit dem Lux. Ich bin selber ein bisschen stolz auf mich, ehrlich gesagt. Muss ich ja zugeben. Oh. Ich habe den irgendwie jetzt nicht da an der Front erwartet. Naja. Und tot. Nice. Das war eine gute Runde, tatsächlich. Hat mir gefallen. Stark. Ah, erstmal stricken und drecken hier. Verlasse Refert. Den letzten Bonus setzen wir drauf. Zack. Und wir sind zwar vorletzt im Damage, aber ist scheißegal. Wir waren nämlich sehr gut im Scouten, finde ich. Wenn wir uns jetzt hier mal angucken. Haben wir zumindest, ich meine, okay, bei dir mal ein bisschen selber drauf geschossen, aber auch das zählen wir mal dazu. Dann haben wir zumindest bei 9 Leuten geholfen, dass die sterben. Also bei 2/3 des Teams, da bin ich sehr zufrieden mit. Das war eine sehr schöne Abschlussrunde mit dem Lux. Ich glaube, einen ehrenvolleren Abschied kann er gar nicht nehmen. Ich werde ihn trotzdem verkaufen, ehrlicherweise, weil ich weiß nicht, was ich damit möchte. Leopard. Der mich 0 kostet, witzigerweise, wegen Blueprint. Also auf geht's. Leopard kriegt natürlich, weißt du, wie viel Prozent hast du? Wahrscheinlich gar nichts. Dachte ich mir schon, das ist dann auch scheißegal. Verlierst du Putz... Ich probiere was aus. Erstmal nehmen wir den Lux. Verkaufen den. Eulux? Ich habe es mich gerade ehrlich gesagt vergessen, wenn, muss ich ganz echt zugeben hier. 108, 670. Mach's gut, mein lieber Lux. Es war wirklich sehr freundlich mit dir, aber deine Zeit ist jetzt gekommen, dass du dich von uns verabschieden musst. Es tut mir wirklich leid, aber... Muss halt manchmal auch mal sein, ne? So, Leopard, da ist er, der Gute. Den machen wir ohne Besatzung. Gönn uns den. Der sieht schon sehr ähnlich aus wie der Lux tatsächlich. Alter, hat der eine übelst kleine Mini-Stümmelchen da vorne. Gucken die an. What the fuck? Ja, und der kriegt jetzt die Besatzung rein. Vom Lux. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Wahrscheinlich nicht. Weil dafür haben die halt zu wenig Prozente. Aber ich wollte es einfach mal machen, weil warum denn nicht? Ach stimmt, wir können das da machen, ne? Wo habe ich denn eigentlich gerade drauf? T4400. Das habe ich komplett vergessen die letzten Wochen. Warte mal ganz kurz. T4400. Hups. Warte mal. Die kriegen jetzt erstmal Reparatur rein. Wie viel Prozent hatten der? Oh, lol. Hoppala. Das habe ich wohl vergessen, dass das aktiv ist. Bin ich ja ehrlich. Scheiße. Ah, finde ich richtig gut. Ja, was mache ich mit dir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Sichtweite ist immer gut eigentlich, ne? Ja, mach mal Weitsicht. Lol, das ist auch bei 52%. Hups. Ja, das wusste ich. du kriegst... Fahren wir auf Schienen, weil du bist ja ganz gut unterwegs ab und zu mal. Du kriegst Reparatur erstmal. Ich weiß, das hat zwar jetzt gar nichts mit der Digitation zu tun hier, aber warum denn nicht? Schaden bei Modulen erhöhen. Ah ne, den habe ich schon Reparatur gegeben, deswegen hat er es drin. Ich habe mich gerade schon gewundert. Erhöht die Sichtweite. Klar, das nehmen wir natürlich gerne. Und das war's.
Aber wir setzen mal ganz kurz dieses Power-Leveln um auf einen Panzer, der es meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient hat. Und ich weiß gerade nicht, welchen ich davon nehmen möchte. Boah, ich habe so viele geile Panzer drin, die habe ich alle schon lange nicht mehr gefahren. Der Chieftain Proto vielleicht, der hat es auf jeden Fall verdient. Oder TL7. Wie gibst du den TL7? So, viel Spaß damit. Aber zurück zu unserem Geschäft. So, Leopard, mein Freund. Du kriegst jetzt erstmal hier die Crew umgeschult. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn macht mit dir. Ich habe keine Ahnung. Aber es macht absolut gar keinen Unterschied. Also, es macht wirklich gar keinen Unterschied. Wir hätten das einfach direkt so machen können. Naja, gut. Ist halt einfach ein bisschen traurig. Ich finde immer noch, die sollten das schnellstmöglich abschaffen, dass man da weniger als 100% haben kann. Totaler Schwachsinn. So, schaut euch den Leopard das letzte Mal an, weil er wird mich jetzt tatsächlich einmal ganz kurz nach oben geballert mit den ganzen Modulen. Also einmal zack. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Verkauf das Scheißding. Weg damit. Braucht doch kein Schwein. So, das Fug 5. Ist weg. Funksprechgerät A. Mein Gott. Man kann es auch mit den Abkürzungen übertreiben. Und natürlich die Kanone, ne? Ist ja klar. Die 5 cm Kanone KWK. Schön. Ja, und das sieht jetzt so aus. Jetzt hat er wenigstens eine Kanone, die einigermaßen okay ist, ne? Der kriegt das Zeug natürlich reingesetzt, ist ja klar. Kriegt natürlich Munition, aber auf Premium-Munition verzichten wir, weil das machen nämlich nur Leute, die nicht ganz so klug sind. Und Zubehör bekommt er natürlich auch nicht. Das wäre auch unfair den anderen gegenüber. Aber ich will überlegen, ob ich trotzdem eine Sache reinmache. Und zwar die entspiegelte Optik. Einfach weil das macht meiner Meinung nach bei dem Ding Sinn. Die beiden würde ich auch gerne einbauen, aber ich will es jetzt nicht übertreiben bei einem 5er-Panzer, ehrlich gesagt. Und so lange werde ich ihn nicht haben. Aber zumindest das da würde ich gerne reinnehmen, weil die höhere Sichtweite sehe ich dann schon als sehr cool an. Ja, und dann gehen wir ab in die Runde mit einem 5er-Leopard. Oh, ich mag ja diese 5er-Panzer der Deutschen, ne? Oder generell. Ich verbinde immer noch so viel damit mit den ganzen Strategiespielen. Schon edel, echt edel. Das ist übrigens witzigerweise auch einer der Gründe, warum ich damals die Maus als ersten 10er gemacht hatte. Abgesehen davon, dass es halt nicht so viele 10er gab damals, habe ich trotzdem auch sowas wie bei Rush for Berlin oder so, da gab es halt auch die Maus und so. Das fand ich immer so cool, den Panzer. Deswegen habe ich den dann hier auch direkt als Favoriten gesehen. Ja. Und jetzt habe ich den. Da machst du nichts, wa? Ist schon witzig. Okay, 40 Sekunden. Man merkt, dass wir jetzt wieder nach 0 Uhr haben. Es hat sich doch drastisch verlängert, die Suche jetzt. Obwohl die Zahl der Spieler seit 3 Stunden konstant bei über 300 ist. Also irgendwie ist da doch was komisch. Laufen die Server nachts irgendwie schlecht oder so? Kann da, also, oder jetzt nicht schlecht, aber haben die vielleicht irgendwie einfach weniger gleichzeitig aktive Spiele oder so? Weil irgendwas ist doch da falsch. Wenn 300 Leute in der Suche sind, 360 sogar, wo ist Runde? Weißt du, ich meine, das ist ja irgendwie komisch. Irgendwie fehlt da ja was. Aha. Stutz Yankee. Das könnte okay sein. 7er Match. Das ist nicht so geil, aber ist egal. Moin, Leute. Der Turm sieht irgendwie ein bisschen zu klein aus für den Panzer, da bilde ich mir das ein. Das sieht irgendwie aus, als hätten sie hier einen größeren Turm draufschrauben müssen. Oder der Körper ist einfach ein bisschen zu dick. Ist einfach ein Leopard mit Übergewicht. So ein Bullshit, Mann, sorry. Das ist vielleicht jetzt das Dümmste, was ich machen könnte, einfach geradewegs reinzufahren. Aber hey, was soll schon schief gehen, ne? Ja. Oh. Das ist sehr früh entdeckt worden. Hui! Lol. Dafür, dass ich so früh entdeckt wurde, bin ich massiv darüber überrascht, dass ich da nicht einen Hit kassiert habe. Krass. Boah, viel zu scheiße geschossen.
Okay, da helfen wir natürlich gerne mit. Na, ist klar, da fahren wir eben ganz kurz aggressiv rein. So. Hey, wir konnten helfen. Das gefällt mir. Achtung! Ja, Boy, lass mich doch erstmal ganz kurz da unterstützen. Ist jetzt ja nicht so, als würde ich hier gar nichts tun, ne, Kumpel? Hallo, seht ihr mich? Okay, ich sehe... Och Gott! Heieiei. Ich treffe ihn von hier nicht, ne? Naja. Ich bin jetzt gerade noch nicht so in der Lage, dass ich mich hier stark wegbewegen könnte, weil da werden safe noch Jagdpanzer stehen. Auf den Hügel hier. Ja, ich wollte nur so ein minimales bisschen zeigen und dann versuchen, einen rauszubaiten mit dem Schießen. Dass mich natürlich trifft, ist natürlich ein bisschen ungünstig gelaufen. Also Gedanke war gut, die Umsetzung wäre eher so mittelmäßig. Und im Endeffekt hat trotzdem keiner von denen dahin geschossen. Aber kann ich auch verstehen. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht getroffen. So. Das war nur zum Nerven, Kumpel. Das war kein ernsthaft gemeinter Angriff. Das Gute ist aber, jetzt guckst du die ganze Zeit hier hin und bist abgelenkt. Ich könnte natürlich jetzt auch wirklich hier zur Front fahren, aber wozu? Die haben die beiden Gegner aufgedeckt, da kann ich jetzt gerade nicht so wirklich scouten. Das würde keinen Sinn für mich machen. Mal probieren. Oh. Er sieht mich. Ach man, dass ich da jetzt aufgedeckt wurde, war einfach nur Pech. Ich dachte schon, als er in meine Richtung gezielt hätte, aber es hätte auch einfach so machen können. Aber als ich da ganz kurz gespottet war, das fand ich jetzt echt ein bisschen belastend. Naja. Ey. Ich weiß halt nicht, wie ich mich hier sinnvoll einsetzen kann, weil ich kann halt längst aus dem Graben rausfahren, ohne zu sterben. Den sehen sie eh schon. Und weil, also solange die da halt stehen, komme ich da eh nicht vorbei. Das ist ein bisschen gefährlich alles. Und wie du siehst, gibt es ja auch gut Querfeuer. Nee. Nee, nee, weiß ich nicht. Ich versuche gerade ein bisschen hinter dem Kirchturm zu bleiben, weil die haben eine scheiß LEFH. Auf den habe ich gerade gar keinen Bock, dass er jetzt hier trifft. Okay. Ich fühle mich hier noch ein bisschen nutzlos gerade, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin soll. Weil ich kann halt irgendwas aus dem Graben rausfahren, weil die würden mich halt instant abschießen. Hier da hinten kann ich nicht pushen, weil die mich auch instant killen würden. Und hier in der Mitte, was will ich da machen? Scheiße! Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Ah, wenigstens können wir da ein bisschen Spot-Damage sammeln. Ja, also ich sag mal so, war jetzt nichts Besonderes, aber... ja, ist auf jeden Fall trotzdem echt ein cooler Panzer. Also der Leopard, den fand ich schon immer cool. Da werden wir auch bestimmt noch ein bisschen mehr von sehen. Da werde ich safe mal irgendwann noch ein, zwei Farmfolgen zu machen, so. Ist ein cooles, kleines Ding. Kann man machen. War jetzt nicht die beste Runde so, aber... ist auch ein bisschen... ich nenne es nicht mal der Karte geschuldet. Das ist einfach... ich wüsste halt wirklich nicht, wohin. Naja. Cool. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das waren jetzt ja auch alle Digitation und Upgrades der Stufe 5 Panzer. Die Stufe 3G, die haben wir ja so gesehen schon. Die muss ich nicht nochmal neu machen. Panzer 4 ist fertig, der VK ist fertig. Hier oben die Grille habe ich auch abgeschlossen damals. Das heißt, diese ganzen Sachen werden wir alle nicht brauchen. Und ansonsten haben wir jetzt überall, wie ihr seht an den Häkchen ja auch schon ganz gut, haben wir alle diese Panzer. Hier haben wir jetzt auch alle 5. Es ist irgendwie witzig, dass ich die USA nie so weit gespielt habe. Interessant eigentlich, ne? Naja, und das Witzige ist, ich habe trotzdem so viele USA-Panzer, aber alle Premium.
Ja, Franzosen. Die Briten, das sind auch drei schon weiter. Chinesen, die Japaner ist einer sogar auf 10, der gute Hori. Das ist schon fein, bin ich ehrlich. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem. Irgendwas, was ich noch gezeigt habe, ach genau. Wenn wir jetzt hingehen, USA-Panzer angucken, habe ich den TL-1 LPC, den Astron Rex, AMBT, T-832, Renegade, T-77, TL-7, TS-54. Einfach alleine 8 in den Favoriten drin. Wenn wir jetzt mal nur nach Land sortieren. Ja, okay, nehmen wir mal die Zweierpanzer da raus, so. Den Sheffield ist ja der normale Fünfer, der Sherman ist der normale Fünfer, der T1 Heavy Tank ist der normale Fünfer. Wolverine glaube ich ja auch, ne, genau. Das heißt, ich habe aber trotzdem noch den Super Sheffield, Super Pershing, Iron Arnie, T-54 Heavy Tank, 78. Dann hier, noch hier die Arnie ist natürlich auch noch normaler Forschungsbaum und Super Hellcat. Also ich habe so viele USA-Panzer, 23 Stück, aber kein über Stufe 5 für Forschungsbaum. Eigentlich ein bisschen witzig, finde ich. Ja. Wie viel 10 habe ich eigentlich mittlerweile? Nett. 7 Stück. Aber wisst ihr, was ich ein bisschen scheiße finde? Diese drei Dinger hier, ne? Die ja seit... Hallo? Achso. Seit dem Ansturm dabei waren. Diese drei kann ich ja nicht loswerden. Ich kann die nur als Primärfahrzeug oder Erforschen machen, aber ich kann sie nicht wegmachen. Das finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Liegt es an der Crew vielleicht? Aber die müssten wir doch eigentlich auch wegmachen können dann. Aber das finde ich auf jeden Fall ein bisschen doof. Naja, ist ja auch egal. Jetzt war es auf jeden Fall wirklich. Dankeschön fürs Zuschauen. Was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Farmfolgen. Ciao.